Wir haben hier eine homogene Halbkugel mit dem Radius groß R und wir suchen den Volumenschwerpunkt YS. Hier handelt es sich also um einen Volumenschwerpunkt. Dessen Formel allgemein ist YS, ist das Integral Y dv dividiert durch das Integral dv. Wir führen hier eine kleine Halbkugel ein, Kreisscheibe ein. So, die können wir nochmal einzeichnen, die sieht so aus. Wir haben also die Höhe Y, die unendlich kleine Höhe dy. Wir haben hier den Radius von dieser kleinen Kreisscheibe R und wir haben den Radius der Kugel R. Das Dreieck nochmal rausgezeichnet. R, Y und Groß R. Der Pythagoras R² plus Y² gleich R² liefert uns, dass R die Wurzel aus R² minus Y² ist. Damit haben wir das Volumen der kleinen Kreisscheibe, ist gerade Pi R² dy, also die Kreisfläche Pi R² mal der Höhe dy. Und wenn ich das R² einsetze, dann habe ich Pi mal R² minus Y² dy als das Volumen von der kleinen Kreisscheibe. Damit haben wir hier das Integral von 0 bis R, denn natürlich läuft 0 kleiner gleich Y kleiner gleich R. Für Y setze ich Y bleibt Y. Dann habe ich hier das dv einzusetzen. Das ist Pi mal R² minus Y² dy. Und wir haben hier unten das Integral Pi R² minus Y² dy. Wir müssen das Y hier natürlich rein multiplizieren. Damit haben wir im Zähler Pi mal R² Y² halbe. Das ist also Y integriert. Jetzt muss ich Y hoch 3 integrieren, sind Y hoch 4 Viertel. Also das Y in die Klammer rein multipliziert und dann integriert. Und unten können wir direkt integrieren zu R² Y minus Y hoch 3 Drittel in den Grenzen von 0 bis R. Wir erhalten damit Pi mal R hoch 4 halbe minus R hoch 4 Viertel dividiert durch Pi R hoch 3 minus R hoch 3 Drittel. Damit erhalten wir weiter Pi R hoch 4 Viertel dividiert durch Pi mal 2 R hoch 3 Drittel. Hier kennen wir das Kugelvolumen der gesamten Kugel. Kugelvolumen ist also 4R hoch 3 mal Pi Drittel. Das haben wir damit hergeleitet. Die Halbkugel hat also genau die Hälfte davon. Das Pi kürzt sich raus. R hoch 3 kürzt sich raus. Und wir haben eine 8 unten, eine 3 oben und ein R. 3 Achtel R ist also der Schwerpunkt von der Halbkugel. So, wir gehen nochmal alles durch. Wir führen also in der Höhe Y einen Schnitt und schneiden damit eine infinitesimale, das heißt unendlich kleine, Kreisscheibe raus mit dem Radius kleiner. Über Pythagoras bekommen wir die
die Formel, dass klein r Quadrat groß r Quadrat minus epsilon Quadrat ist. Das können wir für das Volumen dieses infinitesimalen Kreiselementes gebrauchen. Und dann brauche ich nur noch einzusetzen, epsilon bleibt epsilon. Für dv setze ich eben ein, pi r Quadrat dy. Oben muss ich im Zähler das Epsilon in die Klammer rein multiplizieren, bevor ich integriere. Unten kann ich direkt integrieren. Und dann bekomme ich einmal das Volumen der Halbkugel, was 2 Drittel PR hoch 3 ist. Und ich bekomme den Schwerpunkt der homogenen Halbkugel, was 3R durch 8 ist. Ja, damit wäre das Video zu Ende.